Das tun wir hier drauf und dann machen wir den hier runter. Dann drücken wir diese Feder runter. Sehr, sehr interessant. Weil das möchte ich verstehen. Ach, das kannst du nicht verstehen. Machst du neu. Aber dann, komm. Ja. Normal. Was ist das denn? Ja, heute in Rot. Hast du mir einen Kaffee mitgebracht? Ja, für dich und für mich. Das ist der von Silence. Ja, klar. Bester Mann. Dankeschön, Silence. Und Dankeschön an dich, Airosh. Mhm. Nicht zu danken. Ah, geil. So, Airosh. Ja. So, diese TSI-Motoren, die verfolgen mich. Ne? Dieser Thermostat mit, wir können sagen, so mit einer Wasserpumpe, ne? Der mit einem Zahnriemen läuft. Hier, guck mal. Ein süßer kleiner Zahnriemen hier. Schau mal, ne? Hier ist er kaputt gegangen. Während der Fahrt einfach Materialermüdung, bam, kaputt. Und dafür müssen wir die ganze Arbeit machen. Warte mal, da ist einfach von dem Plastik was ab sozusagen, ja, oder? Und das Ding rauszuholen, also jeder Mechaniker, der das gemacht hat, der weiß, was für eine Arbeit das ist nicht ohne. Das ist gerade fertig geworden. Das Geilste kommt jetzt. Das Ding kriegst du nicht vom Zubehör. Sondern muss bei VW. Und das Ding kostet 600 Euro. Echt jetzt? 600 also man hat keine Euro. Alternativen. Nein. Man kann es über Internet höchstwahrscheinlich bestellen. In China. Der Kunde braucht das sofort. Mhm. Und bei VW kriegen wir das Teil morgen. Und wenn wir es jetzt über Internet bestellen, kriegen wir das vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch, hat was weiß ich gesagt, wann. Manchmal muss man halt in den sauren Apfel beißen. So ist es. So, Horschgeldin ist bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit unserem TSI-Motor. Da, wo wir ja Motorschaden erlitten haben, haben wir überhaupt einen Motorschaden erlitten? Das ist ja die Frage, ne? Also bist du dir immer noch nicht sicher? Nein, aber das werden wir heute sehen, ob die Ventile aufgeschlagen sind oder nicht. Okay. Das wird sehr, das sehr interessant. Das konnten wir bisher nicht sehen. Wir haben das Werkzeug jetzt bekommen von TEPCO. 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 Wesen, sag nochmal. TEPCO. Jetzt tun wir das mal hier hin. Und weißt du, was das Geile ist? Airosh, die Werbung muss jetzt sein. Das ist der geilste Tisch auf der ganzen Welt. Habt ihr schon mal so einen geilen Strom drauf gehen. Ein bisschen rückenschonend, ne, arbeiten. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich hier mit FlexiSpot eure Höhe einstellen. Und dann könnt ihr arbeiten. Ist das geil? Bis 1,26 Meter. Das ist schon zu hoch für mich hier, guck. Da kann Achmetam einfach durchlaufen, ohne dass die Haare berühren. Ja, man kann das individuell anpassen. Der hat zum Beispiel, das ist natürlich High-End-Produkt mit 4 Motoren. Man kann das Ganze auch mit 2 Motoren kaufen und auch einen anderen Ständer holen. Wir können zu zweit da drauf sitzen. Ja, natürlich. Nicht jetzt. Ich hoffe mal. Ich bin zu schwer bestimmt. Jetzt gehen wir hoch. Oh, jetzt hört man aber, dass der Motor ein bisschen... Ja, kann er ja. Warum geht er? Das Ding ist bis zu 200 Kilo. Nicht jetzt? Ohne Probleme. Und zusammen liegen wir bestimmt fast 200. Ich wiege schon 110 Kilo fast. Und ich bestimmt so, ich sag's nicht. Ist Buchenholz, ich könnte das natürlich individuell alles anpassen. Also ich habe hier 2 Meter mal 80. Ich könnte das Ganze auch 1 Meter holen, ich könnte es auch 1,50 Meter. Es gibt sogar echte Holzplatten, die geschnitten wurden. Ihr könnt euch so vieles aussuchen. Ich arbeite auch sehr gerne hier drauf. Ich habe mir so ein Griffelgummi-Matte drauf gemacht, ne, weil ich ja immer wieder irgendwas drauf tue. Dann möchte ich das hier nicht beschädigen. Aber das Ding ist natürlich sehr stabil. Wenn ihr so einen elektrischen Schreibtisch kaufen wollt, dann kommt ihr am FlexiSpot sowieso nicht vorbei. Zurzeit gibt es auf jeden Fall eine Rabattaktion von 300 Euro, Black Week Wochen. Deswegen gönnt euch das. Ich würde auch so gerne zu Hause so einen Büro-Schreibtisch haben wollen, der höhenverstellbar ist. Ja, kannst du ja kaufen. Bis zu 300 Euro kannst du ja sparen. Ja, ich gucke da auch mal rein. Ich guck doch. Jetzt gucken wir uns natürlich unseren Kopf an, den wir noch nicht angefasst haben. So, wie wir den eigentlich ausgebaut haben. Ne? Habe ich von TEPCO geholt. Das müsst ihr zusammenbauen. Ich könnte hier alles so einstellen, wie ihr es gerade braucht. Dann hat man hier mehrere Schrauben, mehrere Durchmesser, damit man weiß, welche man
benutzen muss. So, die kommen dann so rein. Alter, das wird ja die sein. Schrauben wir die ganz rein und dann haben wir noch mal Dings, haben wir den Block noch zerstört. Da müssen wir natürlich aufpassen. Ne? Ibo? Nein, 13er Muttern brauche ich. Wie viele? 4 Stück. Machen wir rein, komm. Das ist, sonst wird das zu viel. Leute, ganz vorsichtig. Boah, der ist aber massiv, ne? So, jetzt musst du das natürlich einstellen, je nachdem, wie du es brauchst. Dann brauchen wir das hier. Dann brauchen wir das hier. Boah. Also unsere Nockenwelle ist ein Ventildeckel. Die ist festgeschraubt und die wird dann draufgeklebt. Und hier haben wir dann 4 Dichtringe. Ja, Dichtringe für, wie nennt sich das? Für die Zündkerzen, damit genau. Da kein Öl reinkommt. Genau, die werden wir natürlich erneuern. Hier haben wir auch ein Ölsieb. Ne? Und wenn dieser Ölsieb, genau, wenn der hier verstopft wird, ich denke mir, dann wird der irgendwo keinen Ölkreislauf haben, oder? Genau, und dann hat der keinen Öldruck mehr. Und viele denken dann halt, oder Ölpumpe. Mhm. Wenn ihr Probleme mit TSI-Motoren habt, mit Öldruck, der Kopf muss ab. Also bei denen ist das Gute, komplett Motor muss nicht ab. Es wird erstmal reichen, wenn man nur den Zylinderhaube abmacht, ne? Mit dem Nockenwell. Ja. Das werden wir auch erneuern, das ist ja klar. Aber dabei, jetzt natürlich Stunde der Wahrheit. Sind die Ventile krumm oder nicht? Das tun wir hier drauf und dann machen wir den hier runter. Dann drücken wir diese Feder runter. Und dann hat er 2 Keile, so wie eine Klammer. Okay. Die müssen wir abziehen und dann können wir die Ventile so raus. Ach, warte mal, du drückst jetzt... Also die Federn so raus. Ventil brüllt das Holz. Und dann? Dann kann er nicht mehr weiter. Und dann? Echt? Sehen wir die Keile? Die wirst du jetzt sehen. Ah, okay. Ne? Du kannst ja jetzt gleich schön... Ach, Metall ist auch dabei. Und dann? Ich krieg jetzt nichts hier auf die Feder. So, raus. Keile sind drauf. Hier, den einen hat er schon mal ab, da ist das eine. Ach, und dann, den nimmt man dann mit dem. Ja, auf der anderen Seite muss er abmachen, oder? Ja, warte mal. Aber aufpassen. Leider nicht. Ja, warte, hier. Jetzt. Nee, mach den mit den Schraubenzieher, bitte. So, jetzt haben wir die Keile beide ab. Das sind die beiden Keile. Wow. Und dann, guck mal. So, Eidosch. Und jetzt entspannen wir das Ganze. Und jetzt können wir. Feder rausnehmen. Feder so komplett rausnehmen. Das musst du mir jetzt nochmal. Jetzt holen wir den raus. Ist das Einlass oder Auslass? Das ist Auslass. Ja, das ist Auslass. Jetzt ist das so ein Ventil, denke ich. Ja. Mhm. Boah, der ist aber ordentlich, ne? Ist aber normal. Hat aber gut verbrannt. Das ist ja, die ganze Seite ist jetzt Auslass. Und wir gehen ja davon aus, dass Einlass eingeschlagen ist. Einlass ist da drüben, Auslass ist hier. Okay. Ne, wir machen jetzt nur Auslassseite. So, jetzt drücken wir den ganz, ja, müssen wir nur aufpassen. So, jetzt drücken wir das wieder ganz runter. So. Und da muss einer mit dem Magnet. Ja. Und der eine, ich, einen hat er. Der eine ist in der Seite. Ich sehe das hier. So. Hier. Warte, ich hab's. Okay. So. Der hast du schon. Hab ich. Den hast du schon. So. Wieso machen wir das in Oldschool, ja? Warum? Wie willst du das sonst machen? Einmal auf den Kopf hauen. Ja, das ist ja... Also einmal auf den Kopf hauen, dann geht das auch ganz schön. Macht man das? Geht doch schneller. Boah. Beste geht echt mit Schraubenzieher, ne? Schön, den hast du da drüben. Hier. Wow. Also das ist auch sehr gut. Nicht verlieren. Die kommen ja auch neu. Also die Dinger kommen doch nicht neu. Doch, die mache ich auch neu. Ja? Natürlich. Was, die Keildinger da? Die Keildinger mache ich neu. Also muss man nicht. Aber ich werde die neu machen. Aber ich sehe schon Ventilschaftdichtung. Es wird auch sehr interessant. Aber da warten wir, bis wir die neuen haben. Und dann zeige ich euch mal den Vorher-Nachher-Effekt und Ventilschaftdichtung. Weil die sind in der Regel immer alle kaputt. Es ist... Boah, der geht gut, aber. Gar nicht, ey. Merke ich gar nicht. Mama, musst du mit Masken machen. Boah. Ich habe keine Brille. Hey, das sagst du mir jetzt? Ja, ich schwöre, ich bin blind. Was ist los? Nee, warte, der wird gleich wie ein Geschoss fliegen. Nee, der mach dir von hier, Abe. Von hier. Ich mach dir von hier. Hier. Ich drück dir jetzt noch mal wieder rein. Ist das ab? Nee, der ist wieder reingegangen. Was für ein Sack. Ich habe keine Brille.
Ist ja nicht schlimm, alles gut. So, dann nochmal. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Da. So. Ich mach das blind. Du musst also, ein bisschen sagen, das rechts, geht, links. Er das geht dies. Aber echt schön die auf die Arme. Ne? Also das Ding ist schon, wow. Muss man sagen. So, die Seite wird, glaube ich, sehr gut rauskommen. Weil die wir Ventile holst du erst nachher alle raus dann. Die Ventile, ja, die anderen hole ich gleich okay. Nachher raus. Super. So, die andere Seite machen wir jetzt oldschool. Nein, nein, kein oldschool. Oldschool ist einfach nur draufschlagen. Ja. Darf man das? Ja. Warum nicht? Ja, ja, nee, lass mal kommen. Kommen die ganzen Experten wieder um die ja, Ecke. Ja, ihr dürft nicht, da geht doch alles kaputt. Da geht nichts kaputt. Ja, das sagen die aber alle in den Kommentaren. Können die ruhig sagen, aber da haben die keine Ahnung. Das ist es. Das ist ja, es. Aber die denken alle, die haben Ahnung. Weißt du, wie viel Ventile ich ausgebaut habe? So? Ja. Dann, oh. Sogar wenn du zum Motorenbauer hingehst, der schlägt auf den Kopf drauf. Echt jetzt? Weil ja klar, die Zeit hat er gar nicht. Um so. Alles so einzeln mit so einem Werkzeug richtig. Rauszuholen. Die brauchen Zeit. Ja. Einmal hauen, fliegt das Ding raus. Ja gut, wenn man nichts anderem da schadet, dann ist es doch okay. Ja, lass es noch einmal systematisch. Muss man sich das merken, oder? Wo was rauskommt? Nee, ich will, für mich jetzt. Für dich selber, weil du wissen willst, wo der Fehler lag, ne? Genau. Also die Federn ist egal, wo du die Rahmen machst. Super, ja. Nur wenn du die gleichen Ventile wieder reinmachen solltest, möchtest, ja, dann genau. Solltest du wissen, wo du rausgeholt hast, dann brauchst du das nicht zu schleifen. Okay. Wenn das vertauscht, dann musst du das schleifen, muss damit man, das ne? Dicht wird. Deswegen kriegst du dann der Motorbauer, der das dann entsprechend dann zurechtschleift. Richtig. Ah. Ich meine, du kannst auch mit der Hand schleifen, ne? Das dauert nur was. Die holt die sofort mit Zweier raus. Ne? Ja, natürlich, hier junge also Leute, der sieht das schon, bevor es... Ehrlich, der sieht die Löcher aber sowas von. Bevor ich aufmache, sag ich schon ab. Also wenn ihr einen Bizeps haben wollt... Vier haben wir noch, ne? Ruhig einen Motorschaden riskieren. Und die Ventile selber rausholen, am besten noch mit 8 Metern, so länger runterdrücken könnt. Müsst. Das alles. Macht keine Werkstatt mehr heutzutage. Ja, heutzutage werden mir noch Köpfe geholt, Köpfe geplant. Nein, das Problem ist, bezahlt ja keiner. Das ist halt ein Haufen Geld wahrscheinlich, ja, um das so etwas bezahlt keiner zu mehr. Also, ja. Was würde man dann machen? So komplett so ein Teil neu holen mit allem drum und dran? Gibt's man. Die? Okay. Gibt's die, klar. Also mit Ventilen und so alles komplett? Richtig, man schickt die weg. Aber das kostet schon auch einen Haufen Geld. 900 Euro oder so. Okay. Ne? Ja, aber es sind jetzt einfach nur Werkstätte, die sind spezialisiert für sowas. Ja, deswegen diese Motorbauer. Genau, gesagt, die ne? Motorenbauer, die haben sich solche Köpfe geholt, die halt nicht rettbar sind oder kaputt waren oder weggeschmissen wurden. Machen die zurecht. Die machen zurecht, dann nimmst du den alten ab und holst ihn. Ach so, Pfandmäßig. Ja, so, mit, okay, ja. Genau wie so ein Turbo-Dingens. Ja. Ne? Gibt's weil ja auch viele. Solche Arbeit wird nicht mehr bezahlt. Ja. Wenn du überlegst, Stundensatz bei 120 Euro, wie viele Stunden du da dran bist, kann doch kein Mensch mehr bezahlen. Da holt man sich lieber neu. Mhm. Fertig. So, jetzt holen wir erstmal die Ventile raus. Das sind die Auslassventile, ne? Das sind jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt die Einlassseite, ne? Ja, nee, okay. Doch Einlass. Das ist die Einlassseite, so. Die haben wir aufgeschlagen. Welche ist das jetzt? Ganz hinten? Oh, was ist das? Du siehst schon, das ist krumm. Guck dir das an. Was ist das denn für eine Öllache? Ich verstehe gar nicht, warum das so groß ist bei der Einlassseite, ja? Theoretisch, darf das sein? Theoretisch müsste er sauberer sein. Also normalerweise, wenn du sagst... Das ist die Auslassseite. Das ist die Auslassseite. Okay. Nee, das ist doch die, Einlassseite. Das ist die Einlassseite. Ach, das ist die Auslassseite. Stimmt, das ist die Einlassseite. Nein, das ist Einlass. Hier sind die Einschutzventile. Okay. Genau. Also doch Auslassseite. Und das ist ungewöhnlich, dass nee, das ist Einlass. Ist. Guck mal. Oh mein Gott. Warte, das ist der Dings. Oh, 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 oh. Ja, ganz so. Ich sehe ja hier, ich sehe doch schon bei dem einen. Ja, aber so schlimm ist das nicht, ja? Doch, das hat schon gereicht. Oh, ja. Ja, das reicht, das ist was klar. Was seht ihr jetzt? Ich weiß nicht, was ihr seht. Das siehst du gleich, warte. Also, er hat keine gute Verbrennung gehabt, Aydan. Guck mal, das siehst ja, du hier. Ja, da müssen wir ja, warum? Ne? Ja, zu wenig Öl gewechselt. Und das heißt, da hat sich so Ruß abgesetzt. Ja, das ist nicht so schön. Und das darf eigentlich nicht sein. Ist so nicht so schön, nicht. Ja. Ne? Okay. Ist nicht so schön. Jetzt musst du überlegen, wenn jetzt Benzin und Luftgemisch da reinkommt, dann kann das nicht mehr so vernünftig für ja, wirbeln. Aber wir haben ja auch gesehen... Hey, weißt du, wie das jetzt wirklich aussieht, Noni? Was denn? Schach. Jetzt spielen wir Schach. Ja, mach mal, also, guck mal ein bisschen so, grad, da habe ich ja schon Schach direkt ein Dings. Sollen wir mal, hast du mal so eine Bohrmaschine, wo wir so mal dran machen können? Ja, aber wir müssen doch erstmal wissen, warum der so viel Öl im Ansaugtrakt gehabt hat. War das jetzt nur wegen dem Turbo? Ich denke, weil nicht, dass ich das Ganze einbaue,
Und das sieht nach, ich sag mal, am Anfang wird es das nicht sein, aber irgendwann haben wir diese Probleme. Doch, glaube ich nicht. Nee, mach hier mal vom Anfang. Mach mal ganz von vorne. Also so schlimm ist das nicht, ja? Ein bisschen komisch ist das aber. Na, etwas, aber so schlimm nicht, ne? Was meinst du? Ja, doch. Guck mal oben. Ja, aber... Warte, lass mal. Guck mal, den einen habe ich doch gesehen gerade. Der sah richtig so krumm aus. Ne? Der sah richtig krumm aus, aber das könnte ja auch täuschen. Mhm. Minimal. Hätte man auch drin lassen können eigentlich. Aber gut, dass du rausgenommen hast. Kannst schön alles schön sauber machen. Neue Ventile rein. Also dann haben die jetzt aufgeschlagen oder nicht? Die haben aufgeschlagen, einer. Definitiv. Hier. Guck mal, definitiv. Also hier siehst du es besser. Siehst du diese Stelle? Blanke Stelle? Also das heißt, ist ein Anzeichen, dass er auf dem Ventil, also auf dem Kolben aufgeschlagen hat. Aber nicht so schlimm, dass die Ventile so krumm geworden sind. Mhm. Theoretisch. Oh ja. Siehst du es nicht mehr? Oh ja. Du siehst das oben voll. Oben siehst du es, ja. Doch, hier siehst du das oben schön. Ja. Aber gut, dass du rausgenommen hast, weil das ganze Ruß. Da gehen ein paar PS dadurch verloren, ne? Ja, aber. Durch den Ruß? Ja, aber wir müssen jetzt erstmal echt herausfinden. Ey, hier fehlt ein Ventil. Hallo. Ja. Hier müssen wir echt herausfinden, warum hat der so viel Ruß? Ja, Jonas, ist er denn gut gewartet worden? Die Zündkerzen gewechselt worden? Das weißt du doch nicht. Ja, oh ja, da siehst du es jetzt. Ja, der ist richtig. Der ist richtig. Aber ich habe noch schlimmere gesehen. Ja, normalerweise kenne ich das auch richtig krumme. Ja, also die sind leicht aufgeschlagen. Auto hat immer 4 Takt. Erster ist immer Luft-Kraftstoff-Gemisch. Zweiter Takt ist Verdichtung. Dritte ist Verbrennung. Und vierte? Auslass, genau. Dann hast du hier einen Kolben. Mach ich jetzt mal so, ne? Ja. Hast du hier die Ventile, Eidosch? Da sind die Nockenwellenräder. Tak, 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 tak. Sieht ein bisschen komisch aus. Und das ist die Kurbelwelle. Und wenn das hier nicht übereinstimmt mit den OT-Zeiten, ne? Der bleibt auf. Was passiert mit dem Kolben? Kommt voll auf die Ventile. Und die Ventile schlagen dann in der Regel hier auf. Also nicht komplett. Ja, da waren ja nur diese Seiten hier, blank. Genau. Und dann, was passiert mit dem Ventil? Ventil wird dann so leicht krumm. Der kann sich auch nur stauchen. Es muss ja auch nicht sein, dass er richtig krumm wird. Hier haben wir auch, ich glaube, mehr das Problem gehabt, dass es gestaucht hat. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, weißt du, was irgendwann passiert wäre? Ja. Wir hätten einen neuen Turbo eingebaut. Ja. Hätten die Ansaugbrücke nie abgebaut. Turbo eingebaut, Turbo hat vollen Saft. Du drückst einmal richtig auf den Pin, das ganze Öl wird so in die Brennkammer reinschießen, total schade. Wie kriegst du den Wagen nicht mehr aus? Du kriegst den erstens nicht mehr was? Aus. Natürlich, du kriegst den nicht mehr aus. Was, das Ganze? Wenn das Öl anfängt zu brennen, das war's. Ach, warte mal, Öl geht in die Verbrennungskammer. Richtig. Natürlich. Dann entzündet sich das Öl und dann gibt er nur noch selbst Gas. Ja. Ach du meine. Bis der Motor sich überdreht und... auseinander. Ja, also, was macht man dann, um den auszumachen? Nichts. Also du kannst den 5. Gang oder so reinmachen. Ja, kannst du Luftfilter rausmachen. Brennt das dann am Motor so? Kann das richtig nach außen kommen? Nein, nicht so. Der Schon Motor. In der Kammer. Okay. Ja, dann kannst du noch einen Luftfilter rausmachen und Sauerstoff wegnehmen, ach wenn so, du das damit kannst. Der irgendwie dann ja, irgendwie Lappen stopfen oder sowas. Versuchen irgendwie auszumachen. Aber wenn das anfängt zu überdrehen, dann hast du Panik, dann weißt du gar nichts mehr, was du machst. Also Motorschaden musst. Ist dann definitiv. Der Motorschaden, definitiv. Okay. Bis der Motor platzt dann, richtig. Ja. Platzt? Ja. Da will ich aber noch nicht mehr im Auto sitzen. Ja, und das macht mir eigentlich ja viel mehr Sorgen, weil du siehst von der Verbrennung, dass der Einlassseite das ganz... Nein, das ist Einlass. Ach, so ein Einlass? Ja, das ist Einlass. Nein, das ist Einlass. Nein. Die große Seite ist die Einlassseite. Also das ist die Einlassseite. Und da haben wir dieses Verrußen-Dingens da. Genau. Das ist schön, wenn du das machen willst beim Diesel. Und wenn da Öl drin ist, dann gibst du einmal Vollgas. Ah ja, dann ist vorbei. Und wenn du da Automatik hast, dann ist es vorbei. Dann ist vorbei. Dann kannst du nur noch das Auto rausschieben und hoffen,
Nächster. Guck mal, Alter, ganz normal. Was ist das denn? Alter. Da ist ja auch alles verrußt. Achte mal hier, Abe, hast du das gesehen? Guck mal hier, was ist das denn hier? Warum passiert das denn auf der Einlassseite? Das macht doch keinen Sinn. Sind die Herzen nicht gewechselt? Sowas kann das verursachen. Ja, aber hier war ja auch Öl drin. Guck mal, ey. Boah. Überall. Und Auslassseite nicht? Ja, also wenn Leute sagen hier, Benziner rußen nicht, dann guckt euch das mal an hier. Weil guck mal, Einlassseite ist noch okay. Da ist noch alles okay. Also Ausgang. Also hier ist hier nichts ablagerungsmäßig, ne? Ne, aber hier. Zeig mal nochmal die andere Seite mit Licht. Die andere Seite ist ja alles super hier. Ja, da ist ja nichts, aber hier auf der Seite ist ganz schlimm. Ja, ich hab ja schon. Das kommt nicht von den Zündkerzen, glaub mir. Keine gute Verbrennung, ja? Ja, klar, keine guten Verbrennungen, aber das ist vom Öl. Ja, sag ich ja, schlecht. Das ist nicht. Nein, das Problem Öl ist. Schlechtes Öl. Nein, das Problem ist ja, wenn wir hier Öl haben, heißt das ja, dass das Ganze von der Ansaugung hier reingelaufen ist. Ne? Und natürlich beim Verbrennen ganz Zeit hast du das Ganze hier immer verbrannt. Immer verbrannt. Dann hast du immer Ablagerung. Einlassseite haben wir ja das Problem, dass du ja richtig große Öllache drin hattest. Mhm. Ach, du machst ja jetzt alles neu, du machst Tore neu, alles ja, neu. Ja, guck mal, ich will es ja neu machen, das ist ja kein Problem, aber ich möchte ja verstehen, warum. Weil das bringt ja nichts, wenn wir das hier machen, neu machen. Und dann passiert und nicht. Nach, ich sag mal, ne, ich will den Wagen ja irgendwann verkaufen, ne? Oder irgendwas damit machen. Und wenn, dann würde mich natürlich interessieren, warum? Warum kommt sowas? Schlechte Wartung. Ich kann mir das nicht vorstellen, schlechte Wartung. Doch, schlechte Wartung. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das Öl muss ja trotzdem irgendwie... Ja, aber wenn du nicht regelmäßig Öl wechselst, das Öl wird schlecht und dadurch kannst du auch Turbo kaputt machen. Du kannst ja alles kaputt machen. Der Turbo war ja kaputt in dem Fall. Ja. Kannst ja alles dadurch kaputt machen. Deshalb sollte man einmal im Jahr, egal wie viele Kilometer, immer Öl rausschmeißen. Und ja. Immer qualitativ an Öl. Wenn die Ventile so aussehen, Abe, wie sehen die Kolben dann aus? Ach, da wir bei den Kolben wissen nicht viel sehen. Die bewegen sich hoch, runter, da wirst du nicht viel sehen. Die bewegen sich auch hoch, runter. Ja, aber da hast du auch Abstreifringe und, die machen die Kolben, werden der sauber, da wirst du nicht viel sehen. Die Ablagerung wirst du nur an den Ventilen erkennen können, nicht an dem Kolben. Aber durch dieses Aufschlagen der Ventile auf die Kolben, haben jetzt die Kolben einen Schaden? Denke schon. Was für einen Schaden können die haben? Ist das jetzt irgendwie, sitzen die nicht mehr fest, wo sie sitzen, oder... Also bei den Kolben, bei den Motoren ist es so, dass die Ölabstreifringe verkanten. Ach, die Ölabstreifringe ja. Am Kolben. Richtig, dann das hast heißt, du keine Kompression. Reicht das, wenn wir dann diese Ölabstreifringe wechseln und dann ist wieder gut? Ja, oder theoretisch schon, gesamt? Aber dann macht man lieber neue Kolben rein. Komplett. Aber du hast mehrere Probleme. Ja. Das sind ja nicht nur die Ölabstreifringe. Genau. Weil das zeigen wir, wenn wir die Kolben in Ruhe dann abbauen. Dann zeigen wir das. Ja, dann, weil jetzt... Bringt das nicht, weil das will ich ja jetzt momentan verstehen. Und, alles muss man nicht verstehen. Doch, das möchte ich verstehen. Weil wie willst du jetzt vorgehen? Ich verstehe das seit 30 Jahren nicht. Ja, aber es gibt Fälle, wo man einfach wahrscheinlich ein Fragezeichen weiter im Kopf haben wird. Ja, aber guck mal. Guck mal, Einlass und Auslass. Ne? Es kann ja kann das auch sein, dass der einfach zu fett ist. Ja, deswegen sage ich ja. Nicht genügend Zündkerzen gewechselt. Wahrscheinlich sind die Zündkerzen Asbach uralt, dass der nicht richtig gezündet hat. Ja, das waren noch originale Zündkerzen. Ja, oder? Und wenn du schlechte Zündkerzen hast, dann hast du nicht die 100%ige Verbrennung. Dann verbrennst du nur noch 80% und 20% gehen auf die Ablagerung drauf. Oder 70% Verbrennung. Glaub mir, das ist mangelnde Wartung. Ja klar, mangelnde Wartung, aber das ist ein wenn das jetzt ein Diesel wäre, würde ich das ja verstehen, aber bei Benziner so aber viel. Bei Benziner hast du auch, wenn du wirklich, glaub mir das, wenn du die Zündkerzen sollte man so alle 40.000 Kilometer erneuern. Ja. Wer macht das denn heutzutage? Ja, dafür sind wir die Werkstätte da. Ja, ne? Aber wenn du dem Kunden sagst, eine Zündkerze kostet mittlerweile 24 Euro, da bist du eben mal 200 Euro bei der Zündkerzen dran. Und dann sagt der Kunde, nee, mein Auto läuft ja noch vernünftig. Machen wir nächstes Mal. Nee, also da musst du ja genau den Kunden erzählen,
erklären, ey, guck mal, wenn du das nicht machst, dann passiert ja sowas. Aber normalerweise musst du die an die Seite legen und jeden Kunden dann zeigen, hören Sie, wechseln Sie mal auch mal Ihren Zündkerzen. Dann kommst du halt nicht einfach so dran. Ne? Nein, also das ist ja mir ein anderes Thema. Aber ich finde, boah, haben die Ventilschaftdichtungen, hier, das ist ja Ventilschaftdichtung, die werden ja so verbaut, ne? Die kommen ja so rein, Eidosch. Die kommen so rein. Ich glaube ungefähr. Das ist richtig. Bis hierhin? Ja. Bis hierhin kommen die rein. Richtig. Also mehr geht auch nicht. Nee, mehr geht auch nicht. Komplett unten sein, oder? Aber nein. Ja, ja. Der kommt ja bis hierhin rein. Wenn die schafft Dichtung, achte mal. Hier drunter hat sich das Ganze noch. Ne? Ja. Der ist genau perfekt drauf. Also, es ist Wahnsinn. Ne? Hier, ich habe das ja noch weggemacht. Guck dir das an. Der kann doch gar nicht mehr richtig drauf. So muss er sein. Finger, so. Sehr, sehr interessant. Weil das möchte ich verstehen. Ach, da kannst du nicht verstehen. Machst du neu. Aber dann, komm. Nicht grübeln. Weißt du, das ist der beste Kfz-Meister, aber der hat überhaupt keinen Bock so. Weißt du, verstehe ich nicht. Machen wir neu rein, fertig. Man hat da nichts zu suchen, dort. Ja. Und da ist das Problem. Aber wenn ihr einen 1,4er TSI habt, ihr könnt das nur testen, wenn ihr einen Unterdruckschlauch abbaut und da einfach mal einen Schraubenzieher reinmacht. Einfach mal einen Schraubenzieher kurz rein und wieder raus und guck mal, ob da Öl drauf ist. Weil dann würde ich alles abbauen und das ganze Öl einmal rausholen. Ganz wichtig. Mhm. Und dann beim nächsten Mal mal in die Kolben, ganz schnell. Okay, mach das. Den TSI baue ich wieder zusammen. Die super schöne, günstige Wasserpumpe. Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Eidosch, Dankeschön. Bis dann, auf rein. Ciao.